Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videotutorial der Fujifilm School. Mein Name ist Michael Schnabel, ich bin Werbe- und People-Fotograf in Graz in Österreich sowie Dozent der Fujifilm School. Zum größten Teil bin ich für kommerzielle Kunden tätig und decke dabei fotografisch fast alles ab, was Firmen und Kunden so benötigen. Das geht von Mitarbeiterporträts über Coverfotos bis hin zu Werbevideos. Und natürlich ist die Produktfotografie ein ganz, ganz wichtiger Teil, um das Angebot für Gewerbekunden abzurunden. Dieses Video ist in 4 Teile aufgegliedert. In Teil 1 sprechen wir zuerst über Kameraequipment, was man an Beleuchtungsausstattung und sonstigen Hilfsmitteln benötigt, um ohne große Kosten mit einfachen Objektaufnahmen bestmöglich starten zu können. Dann natürlich sprechen wir auch über die Eigenschaften von verschiedenen Materialien und weitere Grundlagen, die man auf jeden Fall kennen sollte, bevor man loslegt. In den Teilen 2 bis 4 gibt es dann verschiedene einfache Sets, die aber jeweils sehr gute, selbst für professionelle Zwecke geeignete Ergebnisse liefern. Die Bandbreite der Sets, die ich dabei zeigen werde, geht vom typischen Katalogshot vor weißem Hintergrund bis hin zum stimmungsvollen Still-Life. Ein paar Worte zum Fotoequipment, Kamera, Objektiv und Co. Was unglaublich wichtig ist in der Produktfotografie, ist vor allem, dass man ein Objektiv hat, mit dem man einen geringeren Aufnahmeabstand realisieren kann. Damit sind einmal alle Makroobjektive geeignet. Meine besondere Empfehlung, wenn man im APS-C Fuji-Format unterwegs ist, ist dieses 60mm Makro von Fuji. Es war eines der ersten Fuji XF-Objektive, nach wie vor ein unglaublich gutes Objektiv, super scharf, hat ein wunderschönes Bouquet, deshalb auch für Porträtaufnahmen geeignet. Ich fotografiere in diesem Tutorial bereits mit der Fuji X-T4, aber natürlich mit jeder anderen Kamera ist das natürlich genauso möglich. Wenn man die maximale Bildqualität möchte, dann ist natürlich das Fuji GFX Mittelformatsystem absolut empfehlenswert. Der große Vorteil ist, durch die vielen Pixel kann man hier auch noch Ausschnitte wählen, die immer noch die maximale Bildqualität haben. Auf dieser Kamera habe ich das GF 120mm Makroobjektiv montiert, ein unglaublich scharfes Objektiv, entspricht, wenn man es auf Kleinbildformat rechnet, einer Brennweite von 95mm. Das 60mm Makro auf dem APS-C Format entspricht einer Brennweite von 90mm. Damit sind wir auch schon bei dem empfohlenen Brennweitenbereich. Also ich empfehle für Produktaufnahmen ein Brennweiten zwischen 90 und 100 mm zu benutzen, damit ist 95% von allem, was man realisieren möchte, möglich. Natürlich kann man auch andere Brennweiten verwenden. Es hängt immer davon ab, welche Bildanmutung man erzielen möchte. Möchte man die Bilder etwas mehr verdichtet haben, dann ist zum Beispiel das 90mm Fuji XF Objektiv ebenfalls eine absolute Empfehlung von mir. Super scharfes Objektiv. Sehr geringer Aufnahmeabstand ist auch mit diesem Objektiv möglich. Wunderschönes Bouquet, ebenfalls ein Top-Porträt-Objektiv. Natürlich kann man auch das Fuji 80mm Makro nehmen, das einen Abbildungsmaßstab von 1:1 ermöglicht. Auch ein super scharfes Objektiv. Aber wie schon erwähnt, für Produktaufnahmen nicht unbedingt notwendig. Das weitaus günstigere XF 60mm leistet hier wirklich sehr, sehr gute Dienste. Wenn man kein Makroobjektiv hat, beziehungsweise kein Objektiv, das einen niedrigen Aufnahmeabstand ermöglicht, kann man sich auch mit Makro-Zwischenringern behelfen. Die gibt es original von Fujifilm, die gibt es auch von Fremdherstellern zu einem sehr, sehr niedrigen Preis. Damit reduziert man bei Objektiven den Aufnahmeabstand. Nachteil, man kann nicht mehr auf unendlich fotografieren. Allerdings ist das ja, wenn man Produktaufnahmen realisieren will oder Makroaufnahmen realisieren will, nicht unbedingt notwendig. Das heißt, wenn man kein Makroobjektiv hat, kann man
wenn man einfach einmal probieren möchte, sich auch mit diesen Makroringen behelfen. Die Bildqualität bleibt super gut, auch mit diesen Makroringen. Ebenfalls ein sehr, sehr empfehlenswertes Hilfsmittel ist ein Polfilter. Der Polfilter reduziert Reflexionen und Spiegelungen. Kennt man, wenn man zum Beispiel in einen See fotografieren will, bei dem man dann den Grund sieht durch die Wasseroberfläche oder durch Glas fotografieren will. Aber hier in der Produktfotografie verwenden wir hauptsächlich, um Reflexionen zu reduzieren. Man bekommt sie natürlich auch nicht ganz weg damit, aber es ist schon sehr hilfreich in vielen Fällen, wenn man Spiegelungen bzw. Reflexionen einfach reduzieren kann. Polfilter. Um den Weißabgleich richtig einzustellen, ist eine Graukarte zu empfehlen. Das bekommt man auch im Fotozubehörhandel. Mit dieser Graukarte kann man den Weißabgleich nachträglich oder auch schon vorher an der Kamera richtig einstellen. Ich mache es meistens so, dass die Graukarte beim ersten Foto mitfotografiert wird und dann mit der Pipette, der Weißabgleich-Pipette in Lightroom oder Capture One, kann man den Weißabgleich richtig einstellen und dann stimmen die Farben. Das funktioniert auch alternativ mit diesem Spider Cube. Da kann man aber noch mehr einstellen damit. Der hat eine graue Fläche, weiße Fläche, schwarze Fläche, ein schwarzes Loch für Tiefschwarz plus diese Chromkugel. Und mit diesen Dingen kann man sich hier an der Chromkugel die Spitzlichter einstellen, am grauen Bereich den Weißabgleich, hier die hellen Töne, hier die dunklen Töne, die Schwarztöne und Tiefschwarz hier an diesem Loch. Das heißt, mit Spider Cube bzw. mit Graukarte hat man Hilfsmittel, mit denen man Fotos erzielen kann, bei denen Farben und Weißabgleich stimmen. Zur absoluten Grundausstattung für Produktfotografie gehört ein Aufnahmetisch. In dem Fall hier ein ganz, ganz günstiger Tisch vom IKEA. Ich glaube, der kostet nicht einmal 20 Euro. Es ist eine weiße Tischplatte und 4 Tischbeine. Der Vorteil hier ist, diese Oberfläche ist ein wunderbar mattes Weiß. Diese Oberfläche selbst lässt sich schon sehr gut für Produktfotografie verwenden, vor allem wenn man Freisteller auf weißem Hintergrund oder Katalogshots realisieren möchte. Dazu gehört natürlich eine weiße Wand oder in dem Fall ist es ein weißer Papierhintergrund. Und damit hat man schon etwas, mit dem man besser arbeiten kann, als mit all diesen Fotolichtzelten oder ähnliches, was man in Amazon und so weiter findet. Ganz ehrlich, ist verschwendetes Geld. Besser investiert in einen Tisch. Weißer Hintergrund kann weißes Papier sein oder eine weiße Wand. Zusätzlich, um Fotos zu realisieren, die nicht nur auf ganz normalen weißen Untergrund stehen, sondern die eine leichte Spiegelung darunter haben. Das sieht man relativ oft bei Katalog- oder Produktfotos, die etwas hochwertiger sind. Kann man das machen, indem man 4 Trinkgläser nimmt, ganz normale, etwas höhere Trinkgläser und eine ganz normale Glasplatte. In dem Fall ist es eine Glasplatte aus einem günstigen Bilderrahmen heraus, aus einem günstigen Bilderrahmen-Set um ein paar Euro. Ein ganz normales, durchsichtiges Glas, relativ dünnes Glas, funktioniert hier am besten. Und diese Dinge wären schon mal die Grundausstattung für Produktfotografie, die ich empfehle. Tisch mit weißer Tischplatte, eine Glasplatte und 4 Trinkgläser. Wenn mich jemand fragt, wie viele Stative brauchst du für Produktfotografie, dann wäre die einzige richtige Antwort, so viele wie nötig sind. Denn wenn man kompliziertere Projekte realisieren möchte, braucht man Stative für Licht, für Diffusoren, für Reflektoren, für Abschatter und so weiter. Das heißt, da kann es schon mal sein, dass 10, 15 Stative aufgestellt werden, um das richtige Licht zu produzieren. Anfangen kann man einmal mit 3, 4, 5 Stativen. Es gibt sehr, sehr günstige Stative.
Welche Stative man benötigt, hängt sehr viel davon ab, wie schwer die Blitze sind, die man drauf montiert. Arbeitet man mit Aufsteckblitzen, die man ja ebenfalls in einer Softbox montieren kann, dann braucht man vielleicht oder braucht man eventuell nur sehr, sehr kleine, leichte Stative. Diese Stative habe ich gekauft im Doppelpack um 19,90 Euro. Für schwerere Blitzköpfe braucht man auf jeden Fall auch massivere Stative, damit das Ganze funktioniert. Galgenstativ ist ebenfalls etwas sehr Empfehlenswertes, aber da kann man sich sehr, sehr günstig behelfen. Galgenstative kosten gleich um ein Vielfaches mehr als ein normales Lichtstativ. Allerdings kann man aus einem ganz normalen Lichtstativ mit diesem Teil hier, das bekommt ihr zum Beispiel auch in Amazon, das kann man hier drauf montieren, euch einen Boomarm, die gibt es ebenfalls um ein paar Euro, den kann man sich dann so quer hier hinein montieren. Man kann das natürlich auch verlängern. Das kann man dann auch hier neigen, kann man sich ein Galgenstativ ganz einfach selbst basteln, ist eine etwas leichtere Ausführung, mit Sandsäcken unter Umständen beschweren, aber wie schon gesagt, es kostet weniger Geld, braucht viel weniger Platz und wenn man nur Aufsteckblitze verwendet oder relativ leichte Blitzköpfe, dann funktioniert es auch mit dem. Für die Objektfotografie benötigt ihr auch jede Menge an Reflektoren. Die können silber sein, so wie der, oder weiß. Das sind ganz normale Styroporteile, die bekommt man in Künstlerbedarfsgeschäften, wie zum Beispiel Bösner, aber auch Abschatter. Ich habe die in allen verschiedenen Größen. Ihr seht verschiedenste Größen, schwarzen Kartons, weißen Kartons, weißes Styropor und silberne Flächen, um einerseits Licht zu reflektieren und andererseits Licht zu blocken mit den schwarzen Abschattern. Ich habe ebenfalls hier im Studio verschiedenste Diffusoren und Diffusionsmaterialien, um Licht weicher werden zu lassen. Man kann sich das auch ganz einfach selbst basteln. Das hier ist ein weißer, teiltransparenter Duschvorhang. Und mit Teilen aus dem plus Bilderrahmen oder Keilrahmen, die man ebenfalls im Künstlerbedarf bekommt, kann man sich Diffusoren oder Diffusionspaneele in jeder Größe basteln. Nun, um diese Reflektoren, Abschatter, wie auch immer, zu befestigen und in Position zu bringen, braucht man jede Menge an Klemmern. Ich habe hier eine kleine Auswahl an Klemmern am Tisch. Das sind die ganz normalen Studioklemmern. Die gibt es auch in Zehnerpackungen und ich würde auch empfehlen, zumindest eine Zehnerpackung zu kaufen. Man kann von diesen hier eigentlich nie genug haben. Man kann zum Beispiel ganz einfach an einem Tisch Diffusoren oder Abschatter in Position bringen mit diesen Klemmern. Man kann Stoffe und so weiter befestigen. Aber um diese Materialien, Reflektoren, was auch immer, am Stativ zu befestigen, gibt es noch speziellere Klemmern, wie diese zum Beispiel. Hier kommt das Stativ dran. Hier befestigt man dann den Reflektor oder eine Variante, die so ausschaut, wo hier das Stativ eingeklemmt wird. Und hier dann der jeweilige Reflektor, Abschatter oder Diffusor. Wie gesagt, hier ist das Stativ. Kann man das Ganze sehr schön in Position bringen. Und meine Lieblingsklemme ist diese hier. Wird hier am Stativ befestigt, hier wiederum Reflektor, Abschatter oder Diffusor und mit dieser Klemme kann man das wirklich in jede Position bringen. Wir werden das noch bei den Live-Sets dann sehen, wie sich das wunderbar einsetzen lässt.
Eines der wichtigsten Dinge in der Fotografie ist das Licht. Das gilt ganz besonders für die Produktfotografie. Um sich das richtige Licht zu machen, kann man entweder einen klassischen Studioblitz nehmen. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr günstige Varianten, die ebenfalls eine unglaublich gute Qualität abliefern und gut funktionieren. Das heißt, um 150 bis 200 Euro gibt es bereits Studioblitze, die perfekt für unseren Einsatzzweck geeignet sind, ausgelöst werden die mit einem Funkauslöser, der auf der Kamera montiert ist. Und der Vorteil von diesen Blitzen ist, man kann sich sämtliche Lichtformer wie Reflektoren oder Softboxen ganz einfach da drauf montieren. Das Ganze kann man auch mit einem Aufsteckblitz machen. Mit dieser Aufsteckblitzhalterung, die auf ein ganz normales Lampenstativ montiert wird und die einen Bowens-Anschluss besitzt, kann man hier einen Aufsteckblitz montieren. In den Bowens-Anschluss kann man die meisten handelsüblichen Softboxen einsetzen und dann hat man im Prinzip mit Aufsteckblitz fast dasselbe wie mit einem Studioblitz. Und Aufsteckblitze kann man ja auch mit Funkauslöser auslösen. Nun, ich bin dann noch auf etwas anderes draufgekommen, weil ich gerade fürs Videofilmen auch Dauerlicht benötige. Mit Dauerlicht lassen sich ebenfalls sehr, sehr schöne Produkt- und vor allem Stilllife-Aufnahmen realisieren. Der Vorteil ist, man sieht sofort, wie das Licht wirkt. Und da habe ich Folgendes gefunden. Diese Maiskolbenlampen, die bekommt man im Baumarkt oder im Elektrofachhandel, haben den Vorteil, sie haben eine extrem hohe Lichtausbeute. Da gibt es Varianten mit bis zu 65 Watt. Das entspricht einer Lichtausbeute von 600 Watt, wenn man es auf eine herkömmliche Glühbirne rechnet. Und damit hat man schon ein relativ starkes Licht. Wie schon gesagt, auch dieser Videoset ist genau mit solchen Lampen ausgeleuchtet. Und wenn man schon diese Montagevorrichtung für Aufsteckblitze hat, dann habe ich mir gedacht, vielleicht funktioniert das auch für diese Lampen hier. Und ja, es funktioniert. Wenn ihr euch eine Lampenfassung besorgt, die gibt es auch mit Lichtschalter, dann könnt ihr euch die Lampenfassung hier befestigen, ganz gleich wie einen Aufsteckblitz und dann hier diese Maiskolbenlampe einsetzen. Das Ganze auf ein Stativ montieren. Und dann könnt ihr euch jede beliebige Softbox hier einsetzen. Und fertig ist eine professionelle Dauerlichtvariante, die auch perfekt für Produktfotografie funktioniert. Und wie schon gesagt, hier könnt ihr euch jeden beliebigen Lichtformer montieren und ihr habt ein sehr, sehr hochwertiges Dauerlicht mit hoher Lichtausbeute. Ein paar weitere nützliche Utensilien möchte ich euch hier noch zeigen, die in der Produktfotografie immer wieder benötigt werden. Das eine wäre diese Knetmasse, die gibt es von Hamer hier. Diese Knetmasse benötigt man, wenn man gewisse Objekte in Position bringen will, leicht schräg stellen will im Bild. Wie zum Beispiel, wenn man eine Kugel fotografieren wollte. Wenn ich hier diese Kugel herlege, dann wird die nie dort bleiben, wo ich das möchte. Und mit dieser Knetmasse kann man sich das ganz leicht fixieren am Untergrund und dann bleibt die Kugel oder irgendetwas anderes, das man fixieren will, dort, wo man es benötigt. Ein weiteres oder etwas weiteres, was man in der Nähe haben sollte, wenn man vor allem spiegelnde oder glänzende, glatte Oberflächen fotografiert, man sieht sofort die Fingerabdrücke drauf, vor allem am Foto. Diese Handschuhe gibt es auch im Künstlerbedarf. Bösner und so weiter kosten
ganz, ganz wenig und machen wirklich Sinn, wenn man vorher ein Objekt schon gereinigt hat und man würde es ohne die angreifen, sieht man sofort die Fingerabdrücke drauf. Auch zum Reinigen Glasreiniger bzw. Oberflächenreiniger und Küchenrolle sollte auch immer in der Nähe sein, weil man ja relativ oft mit Glasflächen oder glatten Flächen arbeitet und Schmutz, wie schon vorher erwähnt, sieht man auf Fotos dann besonders stark. Ebenfalls zum Reinigen ganz, ganz wichtig Druckluftspray. Wenn ihr vor allem dunklere Dinge fotografiert, dann sieht man Staub darauf extrem stark und mit diesem Druckluftspray, das bekommt ihr im Baumarkt zum Beispiel, lässt sich der Staub zumindest weitgehend entfernen. Wenn ihr Wassertröpfchen fotografieren wollt, Wassertröpfchen auf Gläsern, Flaschen und so weiter, dann macht es Sinn, sich so einen kleinen Pumpzerstäuber für das zu nehmen. Das war, glaube ich, ein Zerstäuber von einem Theodoron, jetzt umfunktioniert als Zerstäuber für die Produktfotografie. Funktioniert wunderbar. Und wenn man Getränke fotografiert, braucht man es immer wieder Eiswürfel. Mit echten Eiswürfeln wird es relativ schwierig, weil sie während dem Fotografieren davon schmelzen. Diese Fake-Eiswürfel, die gibt es in den verschiedensten Formen und Größen, die halten auch ein langes Shooting durch. Und solche Fake-Eiswürfel findet ihr am ehesten im Fachhandel für Dekoartikel. Zum Abschluss, bevor wir mit dem ersten Set starten, noch ein klein wenig Theorie und nützliches Wissen, das man im Hinterkopf haben sollte, wenn man Objekte fotografiert. Das erste ist, alles reflektiert. Jede Oberfläche, jedes Material, das man fotografiert, reflektiert Licht auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und zwar immer anders. Wenn man sich zum Beispiel hier dieses Bild hier anschaut, das ist in dem Fall ein Porträt, aber dann sieht man sehr schön die Reflexion in den Augen, die Catchlights, das sind zwei weiße Striche, in dem Fall sind es zwei Neonröhren, die von den Augen reflektiert werden, das heißt, an der glänzenden Oberfläche sieht man ganz genau, mit was das beleuchtet wurde. Allerdings auf den matten Stellen, der Haut und so weiter, sieht man das nicht. Das heißt, matte Materialien bilden nicht die Lichtquelle bzw. auch die Umgebung ab, sondern reflektieren diffus. Wenn wir uns hier zwei weitere Bilder anschauen. Hier haben wir wiederum auf der linken Seite die zwei Hüte, die aus Filz sind, eine matte Oberfläche, die das Licht komplett anders reflektieren als auf der rechten Seite das Glas. Das Glas ist in dem Fall fotografiert mit zwei ganz weichen großen Lichtquellen. Das sind zwei große Diffusoren zwischen Blitz und dem beleuchtenden Glas und dadurch ist diese Reflexion sehr, sehr weich. Hätte man kleinere Lichtquellen genommen oder von vorne das Glas ausgeleuchtet, dann hätte es sehr, sehr unschöne Reflexionen gegeben. So wie hier zum Beispiel. Wenn man sich das hier ansieht, so sieht man in dieser, das ist eine Parfümflasche, die Lichtquellen unschön reflektiert. Man sieht auch die Umgebung des Studios. Man sieht im Glas verschiedene Flächen und diese Flächen sind eine Abbildung der Umgebung. Das heißt, wenn man auf reflektierenden Flächen Reflexionen findet, muss man feststellen, woher diese kommen und dann versuchen, diese auszuschalten, bis man keine Reflexionen mehr hat. Hier sieht man zum Beispiel auf diesem Foto von dieser Kamera, das ist in dem Fall tatsächlich aufgenommen mit Tageslicht im Freien, im Schatten und man sieht in der Linse, also im Objektiv, auf der Glasfläche, auf der Frontlinse des Objektivs, sieht man noch eine Spiegelung
vom Holz, auf dem die Kamera steht. In dem Fall war das für mich okay, da das Holz ja auch sonst im Bild sichtbar ist. Würde etwas anderes reflektiert werden, das man nicht im Bild haben will, muss man dann wieder versuchen, durch Änderung des Winkels, wie die Kamera steht, oder unter Umständen durch Materialien, Abschatter, schwarzer Karton, diese Reflexionen auszuschalten. Ein wichtiger Punkt ist, dass wenn man Produkte fotografiert, man auch weiß oder im Hinterkopf behält, dass Weiß sichtbar wird durch die Schatten. Man sieht es am linken Bild, das ist eine weiße Tube, eine Cremetube, und tatsächlich ist sie nicht weiß abgebildet. Der Hintergrund ist rein weiß, aber die Tube ist etwas dunkler und durch die Schatten seitlich auf der Tube wird die Plastizität dargestellt. Das heißt, das weiße Objekt wird eigentlich dargestellt durch Schatten. Genau umgekehrt verhält es sich, wenn man dunkle Materialien vor dunklem Hintergrund fotografiert. Dunkle Materialien werden definitiv sichtbar durch Licht. Das heißt, durch die Spiegelungen auf der Flasche und den beleuchteten Hintergrund wird die Flasche sichtbar. Die ist schwarz glänzend. Man sieht im Prinzip von der Flasche nur die Schrift, die weiß ist. Man sieht die Spiegelung auf der Flasche. Die restliche Flasche ist absolut schwarz. Und wäre der Hintergrund nicht beleuchtet, würde sie im Hintergrund verschwinden. Das heißt, hier wird das Licht eingesetzt, um die Flasche, das schwarze Material, sichtbar zu machen. Man kann ein und dasselbe Objekt auf tausende verschiedene Arten darstellen. Und genau das werden wir jetzt dann auch im Anschluss machen, im Praxisteil. Wir werden damit beginnen, ein Objekt relativ neutral darzustellen, wie man es unter Umständen für einen Katalog braucht oder wenn man einen Artikel im eBay-Shop verkaufen möchte, das heißt eine sehr neutrale, schöne Darstellung vor weißem Hintergrund, und werden uns dann langsam vorarbeiten bis hin zu einem Still-Life, wo auch natürlich mit Licht etwas gespielt wird und wo es nicht darum geht, etwas neutral darzustellen, sondern wo es darum geht, eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Das war Teil 1 dieses Video-Tutorials. Im zweiten Teil sehen wir dann, wie man Objekte vor weißem Hintergrund fotografiert bzw. auf weißem Untergrund fotografiert und wie man bereits beim Fotografieren eine leichte Spiegelung erzeugt.